Mein Name ist Ulrike Gonder, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und beschäftige mich seit ganz vielen Jahren mit kohlenhydratreduzierten Kostformen, mit fettreichen Kostformen, mit gesunden Fetten. Bin eigentlich eher auch über die gesunden Fette bei Low Carb gelandet, habe selber auch viele Bücher dazu geschrieben. Und ich habe heute gesprochen über die Umsetzung einer Low-Carb-Ernährung in einer Reha-Klinik. Ich war hier für Dr. Peter Heilmeier, der das in Isny im Allgäu umgesetzt hat. Und die haben damals Pionierarbeit geleistet und haben in 3 Wochen sehr schöne Ergebnisse erzielt. Das ist ja eine relativ kurze Zeit mit einer Ernährungsumstellung, haben aber sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und darüber habe ich heute berichtet. Was revolutionär war 2003, ist das in der Klinik Überruhe in Isny eingeführt worden. Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung, die Logi-Methode damals, also moderat Kohlenhydrat reduziert, gesunde Fette, etwas mehr Protein. Und das war damals revolutionär, weil gerade zuvor neue Leitlinien der Fachgesellschaften veröffentlicht wurden, die gesagt haben, keinesfalls Kohlenhydrate reduzieren bei Diabetikern. Und man hat im Grunde genommen, war man sehr stolz darauf, dass die Diabetiker eben nicht Kohlenhydrate sparen, dass sie normal essen können, dass sie auch Zucker essen dürfen. Das heißt, zu der Zeit waren die Fachgesellschaften noch ganz in die andere Richtung unterwegs. Und insofern war das interessant, weil natürlich in der Klinik auch nach DGE zum Beispiel, nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beraten wurde. Und es gab auch einen Speisesaal, wo diese Dinge angeboten wurden. Und es gab einen anderen Speisesaal, wo die Leute dann nach Logi essen konnten. Die wurden natürlich etwas geschult und informiert und beraten, haben aber dann am Buffet das sich ausgesucht, was sie gerne mochten und haben auch ad libitum gegessen. Das heißt, es gab keine Kalorienvorgabe. Und trotzdem haben die abgenommen, haben weniger Kalorien gegessen und haben nicht nur ihre Zuckerwerte verbessert, sondern zum Beispiel auch die Fettwerte, auch die Harnsäure, ganz typisch, und auch die Entzündungswerte. Das heißt, wir haben eigentlich nach sehr kurzer Zeit einen großen Erfolg. Und was vielleicht das Spannendste ist auch für die Patienten, also über die Hälfte hat ihre, oder knapp die Hälfte hat ihre Medikation absetzen können, die andere knapp die Hälfte hat reduzieren können. Das heißt, wir haben auch unterm Strich über 76% der Medikamente einsparen können. Das ist ja auch ein interessanter Faktor. Und trotzdem waren die Stoffwechselwerte besser. Wir haben etwas Bewegung in die Leitlinien bekommen, Gott sei Dank. Es heißt jetzt auch bei vielen anderen Erkrankungen individualisierter und Low Carb kann ein Ansatz sein. Also wir stellen sozusagen fest, dass sich hier langsam etwas bewegt. Ich glaube, bei Fachgesellschaften bewegt sich immer nur langsam etwas. Da ist eine große Scheu, auch Leitlinien zu ändern. Das hat begonnen, Gott sei Dank. Aber es wird doch für mein Empfinden noch nicht offensiv genug kommuniziert. Also die Patienten, ob das Diabetespatienten sind oder auch Menschen, die ein Demenzrisiko haben, erfahren eigentlich noch viel zu wenig, dass sie über Lebensstilveränderungen, und da gehört die Ernährung natürlich wichtig mit dazu, auch die Bewegung, der Schlaf, aber dass sie über Lebensstilveränderungen tatsächlich eine richtig gute Chance haben, noch etwas zu verbessern, die Krankheit ein Stück zurückzudrängen, für Lebensqualität zu sorgen, auch im Alter. Und ich denke, das kann nicht so bleiben. Wir müssen den Patienten zumindest sagen, dass sie eine Option haben. Dann entscheidet jeder da selber, was er tut. Aber die Menschen sollten wissen, wie viel sie auch erreichen können. Also wenn sie ihre Ernährung umstellen, zum Beispiel wenn sie einen Typ-2-Diabetes haben, das kann so weit gehen, dass sie völlig normale Blutwerte haben, ohne Medikamente. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, wie lange bestand das schon, wie schwer ist der Diabetes, aber man kann wirklich ein normales Leben führen. Idealerweise kombiniere ich das mit Sport und mit gutem Schlaf und so weiter. Man sollte sich ein bisschen informieren. Für Diabetiker ist es wichtig, dass es nicht auf eigene Faust sehr streng gemacht wird, weil die Medikamente ja angepasst werden müssen. Das heißt, sie müssen immer mit ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten sprechen. Und der muss dann auch relativ zügig die Medikamente absetzen. Und daran sieht man ja, dass sich offenbar was verbessert. Denn wenn alle Stoffwechselwerte besser werden und ich brauche weniger oder keine Medikamente nach ein paar Tagen, dann geht es ja in Richtung Gesundheit. Und Herr Heilmeier und Isny, die haben zum Teil Leute gehabt, die 200 Einheiten Insulin gespritzt haben pro Tag. Das ist sehr, sehr viel. Der gesunde Körper braucht nur um die 10 Einheiten am Tag. Und selbst diese Menschen konnten innerhalb weniger Tage natürlich begleitet, ärztlich begleitet, aus der Medikation aussteigen. Also ich denke, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir alle Kräfte bündeln müssen. Es gibt
ganz viele Patienten, die gerne möchten, die werden aber dann vom Hausarzt oder von einem anderen Arzt ausgebremst, der auf dem Gebiet eben noch nicht up-to-date ist. Dann gibt es auch viele, die gehen dann zu einer Ernährungsberatung und es wird ihnen abgeraten, unbegründet. Es gibt natürlich Kontraindikationen, das muss man ganz klar sagen. Also nicht jeder kann eine sehr stark kohlenhydratreduzierte Diät einhalten. Aber dann habe ich die Option der moderaten Kohlenhydratreduktion. Ich habe die Option, das zu begleiten. Das gehört vernünftig begleitet. Also wir sind jetzt im Grunde in der Situation, wir haben zum Teil motivierte Patienten, wir haben aber eben erst sehr wenige Ernährungsberater und Ernährungswissenschaftler und Ärzte, die eben auch dieses Wissen haben, sodass sie es schon gut begleiten können. Und da passieren einfach noch zu viele Dinge, dass dann unbegründet abgeraten wird oder umgekehrt, dass eben auch Patienten das nicht wollen. Das steht letztendlich jedem frei, aber ich glaube, wir müssen jetzt eben die Kräfte bündeln und uns viel besser vernetzen. Wir müssen die Ernährungsberater ausbilden, wir müssen die Ökotrophologen besser ausbilden im Punkt Low Carb und wir müssen die Ärzte besser ausbilden und auch die Heilpraktiker und Therapeuten, die dies halt noch nicht wissen. Es gibt schon viele, die da sehr gut unterwegs sind, aber eben noch immer viel zu wenig. Ich habe jetzt mit dem Ärzte-Ehepaar Kahner in Freiburg eine Keto-Akademie gegründet, wo wir tatsächlich Ärzte und Therapeuten fortbilden. Es ist von der Landesärztekammer zertifizierte Veranstaltung. Es gibt 18 Fortbildungspunkte, 1,5 Tage, wo wir intensiv arbeiten, ein bisschen Theorie, aber auch Kasuistiken durchsprechen, wo wir messen, wo wir ketogen essen. Und wo wir auch zum Beispiel vermitteln, wann eine ketogene Ernährung sinnvoll ist und auch wie lange. Das heißt ja nicht, dass man das ein Leben lang machen muss. Im Gegenteil, oft sind ein paar Monate ausreichend. Das heißt, wir haben jetzt im Kleinen begonnen, eben Ärzte und Therapeuten und Ernährungsberater zu schulen. Dann bin ich auch aktiv bei der LCHF Deutschland, Low Carb High Fat Deutschland. Die haben viele Online-Angebote, die haben Kurse, die haben Artikel, die haben Broschüren. Und auch dort kann man sich zum Beispiel zum Coach ausbilden lassen, zum Keto-Coach online. Also es gibt jetzt zunehmend Angebote und ich kann auch nur ermutigen und ermuntern, das zu machen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir offen miteinander sprechen, dass wir voneinander lernen und dass wir aufhören mit diesen Grabenkämpfen. Weil die beste Diät ist am Schluss die, die der Patient auch einhalten kann oder auch die beste Lifestyle-Veränderung, die der Patient umsetzen kann oder die Patientin auch und die sie beibehalten können. Und am Ende des Tages müssen die Menschen gesünder werden können, Hoffnung haben, mehr Lebensqualität haben. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel mit den kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen erreichen können. Thank you.